Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Horizon Zero Dawn Stream. Beim letzten Mal haben wir die große militärische Anführerin unseres Volkes wiedergefunden. Sie will erstmal ein bisschen Krieg führen, wie das so ist beim Militär. Storytechnisch werden wir natürlich helfen. Vorher werde ich mich aber ein bisschen in der Gegend umschauen. Also wir werden nicht straight zur Story zurückkehren, sondern ich werde auf dem Weg zum nächsten Storypunkt logischerweise auch ein paar Sachen abklappern. Um zu gucken, was da noch auf uns lauert. Ich werde wahrscheinlich nicht alles immer abklappern, aber vorerst will ich tatsächlich schauen, was es noch so gibt. Was ist denn so? Huch, so weit weg ist das nächste Ziel, okay. Begib dich zum roten Echo. Ist das denn unsere Hauptquest? Ja, Sona, genau. Sona hieß sie. Was haben wir denn noch offen? Eine Sucherin vor den Toren. Das ist näher dran jetzt. Sehe ich das richtig? Wo wäre das denn? Ach, das wäre da. Aber nee, ich glaube, ich werde halt wirklich erstmal Sona helfen. In Mutterkrone. Komme ich nicht aus Mutterkrone? Ach nee. Um die Verschwörung gegen sie zu enträtseln, muss Aloy das heilige Land und den Nora-Stamm verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen ihr im Weg. Aloy, Sona und Val haben entdeckt, dass die Mörder von der Erprobung einer Basis in Teufelsfeld haben. Nee, ich glaube, wir verfolgen erstmal die Quest weiter. Ach, ich krieg für das Vollenden von Story-Quests scheinbar auch Erfahrungspunkte. Cool. So, was haben wir denn noch? Ja, das geht noch nicht. Dafür müssen wir ja noch mehr Energiezellen finden. Das mache ich nicht. Was haben wir noch? Banditenlager in Teufelsdurst. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich. Nora Jagdgebiet. Nee. Verdorbene Zone können wir noch nicht machen. Das ist noch zu risky. Ich glaube, ich bin jetzt Level 10. So, in dem Sinne. Wo führt mich der Weg hin? Na, perfekt. Dann mache ich das doch zuerst. Was ist das hier? Unentdeckt. So, ich würde sagen, ich versuche erstmal die Metallblume zu finden. Von der Metallblume aus ist noch so viel übrig. Hier waren wir gestern. Und das heißt, das kann ich auch noch abklappern. Es ist halt auch irgendwie doof, dass hier, ich kann halt nicht erkennen, ob ich das jetzt quasi geklärt habe oder ob hier noch was fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass grüne Sachen sind, die durch sind. Also, theoretisch könnte ich hier, wenn ich wollte, aber will ich nicht. Ich werde, glaube ich, mich auf die Metallblumen. Ach, stimmt, ich habe ja hier irgendwo schon eine Metallblume gefunden. Wie ist die denn eingefärbt? Ach, die ist ganz verschwunden. Okay, dann so. Oder war die noch weiter südlich? Ne, die ist definitiv. Hallo, was ist das denn? Ach so, das ist das Ding. Ja, okay. Nee, gut. Also die Metallblumen verschwinden scheinbar. Wenn ich sie gefunden habe. Und der Rest mal gucken. Also die Panoramen will ich auf jeden Fall noch machen. Banuk-Figur. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Egal. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ach so, was hatte ich jetzt eigentlich.
Hatte ich schon den leisen Sprint? Nee. Dann machen wir den mal gleich als erstes. Weil ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit ist mir das ein paar Mal. Das ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Jetzt mich der verarschen jetzt, Aloy. Warum bist du denn da so hängen geblieben? Ja, dann finde ich. Sollten. Ach, komm her, Fuchsi. Fuchsi, Fuchsi, Fuchsi. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ab und zu gibt es ja auch diese random Echos. Das verstehe ich immer noch nicht. Sehr schön. Was ist das denn? Ach, das ist der Truthahn von vorhin. So, wie komme ich zur Metallblume? Ach, hier ist sie. Wer hat diese Blumen erschaffen? Und warum? Irgendwie ist heute ein Echo drin. Ich weiß nicht warum. So. Orchideenatem. In Flammen in. Ich frage mich, ob das irgendwie noch für uns entschlüsselt wird. So, wo will ich denn als nächstes hin? Ich glaube, ich will tatsächlich mal gucken, ob ich. Was es mit diesen Statuen auf sich hat. So, wenn ich es richtig einschätze, muss ich wahrscheinlich um den Berg herumlaufen, aber ich guck trotzdem mal, ob es hier irgendeinen Weg gibt. Nein. Oh, hallo. Aloy entdeckt die innere Bergziege, oder wie? Ach, komm schon. Ah, hier ist Schluss. Hier ist Tatsache jetzt Schluss. Ah, ja. Ah ja, ich habe vergessen, ich muss ja aufpassen wegen Fallschaden. Das bin ich nie mehr gewohnt. So viele Spiele, wo es Fallschaden gibt, habe ich nicht mehr gespielt. Und ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Und doch bin ich hier. So. Weil bei Assassin's Creed hätte es den theoretisch gegeben. Aber als ich. Aber die Stellen, die ich hier jetzt im Stream gespielt habe, da hatte ich schon längst in die Skillung. Okay, ich werde hier mal runtergehen von Zimmer. In die Skillung gearbeitet, dass ich halt keinen Fallschaden mehr kriege. Es sah zwar teilweise immer noch sehr schmerzhaft, auch gerade wenn. Oh, Cassandra sehr nützlich. An einer Kante stecken, hängen geblieben ist. Aber ansonsten, ich bin halt irritiert, dass es hier Echo gibt heute. So, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Ich sehe hier die Wege runter, aber den Weg hoch sehe ich noch nicht. Wie komme ich hoch? Sieht hier erstmal ganz solide aus. Aber ist das der Weg, den ich gehen soll? Wahrscheinlich nicht. Gut, ich würde mal sagen, irgendwie muss ich da hin. Aber wie? Steht da gerade eine Ziege? Irgendwie muss es ja hochgehen. Wenn es einen Weg runter gibt, muss es ein. Okay. Fliegende Büsche. Cool. Ja, wie komme ich da hoch?
Es muss einen Weg hochgehen. Da bin ich von überzeugt. Ist übrigens gruselig ruhig. Ist das ein toter Wächter? Was ist ein toter Wächter? Warum ist der Wächter tot? Hinterfrag's mal lieber nicht. Also da oben meine ich einen Pfad zu erkennen. Das heißt, ich kann hier noch weitergehen, um zu hoffen, irgendwo anzukommen, wo ich hochkomme. Ja, das sieht doch. Das sieht doch langsam gut aus. Das sieht doch hier aus, als wäre es gewollt. Oder auch nicht. Hüpf. Ach Gott, ey. Ja, das sieht hier auch aus, als wäre es gewollt. Ja. Ist das die Prüfung? Mit der Kamera soll ich nicht zu nah an die schneebedeckten Bäume. Hinterlasse ich eigentlich Fußspuren? Yep. Gut, hier komme ich nicht weiter. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Komme ich hier wieder raus? Ja. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Wer weiß, vielleicht komme ich hier sogar irgendwie out of bound. Ich habe keine Ahnung. Das sieht hier tatsächlich irgendwie gewollt aus. Ah, shit. Shit. Also hier bin ich, glaube ich, gerade hoch. So, wenn ich hier jetzt runterrutsche, bin ich wahrscheinlich tot. Von da hinten waren ja Pfade. Da kam. Ne, das ist ein Baum. Ich meine, da hinten waren ja Seile. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, wo es halt aussieht, als wäre das tatsächlich sowas wie ein Pfad. Sprache und benahm sich wieder wie eine Bergziege. Ich habe vor allem immer Angst, drauf zu gehen, aber das ist ja sowieso ein ungewohnt ruhiges Gebiet. Bisher. Okay, jetzt bin ich wieder ganz unten. Mal gucken.
Wo führt mich dieser kleine Pfad, in der mir hier angezeigt wird? So, und jetzt markiere ich mal von hier aus wieder. Aha! Hier ist es. So, muss ich jetzt hier lang? Okay, cool. Hier sind auch Symbole aufgekritzelt. Versuchen wir es so. So. Ah, wunderbar. Hier haben wir doch was. Hiermit kann ich arbeiten. Hoffe ich. Denke ich. Na, geht doch. Okay. Weiter geht's. Okay, das lief jetzt gruselig automatisch. Das Klettern funktioniert auch an manchen Stellen besser und mal schlechter. Das verstehe ich leider auch noch nicht ganz. Gut, ich bin scheinbar... Das, was da hinten leuchtet, wird wahrscheinlich... die Statue sein. Diese Skulptur ist bestimmt das Werk der Banuk. Kein Bild. Tektuk. Während der Monate meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach, was mich davon abhielt, Anspruch auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte nur mit Blut beantwortet werden können. Mit dem Tod von Signak, unserem Häuptling. Oder meinem. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchtete und seine Stärke. Aber nicht so sehr wie seine Folgen. Die Augen von Ili, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde. Das hätte ich nicht ertragen. Und so schwieg ich voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam. Und meine Ängste wurden ohne mein Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren. Cool. Alright. Hätte man das auch geschafft, dann kann ich jetzt... Ja. Dann kann ich jetzt das Panorama ansteuern. Möge es klappen. Ich traue Tatsache diesen Bewegungspunkten nicht. Ich nenne sie mal Bewegungspunkte. Weil das Klettern klappt nicht immer so geil, wie es sollte. Und ich habe vergessen, dass es hier noch weiter runter geht. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Und ich habe halt keinen Bock, irgendwo runterzustürzen.
Okay, ein Waschbär. Der kann mir egal sein. Ach, schön. Könnte es die Vorratskiste sein? Sieht richtig aus. Wir folgen ja irgendwie immer die ganze Zeit demselben Sprecher, glaube ich. Oder? Muss ich mal beim nächsten Panoramapunkt drauf achten. Aber ich habe das Gefühl, wir folgen die ganze Zeit demselben Charakter. Zack, und wieder. Gut, dann gehe ich jetzt mal lieber außen rum. Ah, nee, das ist... Ah, das sind Banditenlager. Jetzt erkenne ich es auch. Das ist ein kleines Dach mit einem Totenkopf drunter. Okay, dementsprechend end... das Leuchten gefällt mir nicht. Ob ich diese Weitsicht auch irgendwann mal erweitern... Also den Fokus erweitern kann... Hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Wir kriegen Schwierigkeiten! Oh. Ups. Ich wollte eigentlich mit Nils sprechen. Ja, das lief nicht so wie geplant. Mich verfolgt doch niemand. Ganz ruhig. Das lief nicht wie geplant. Ah, die beruhigen sich wieder. Da bin ich ganz sicher. Hüpf. Du kannst den Bogen erstmal wegstecken. Oh, ich sehe gerade... Nee, falscher Knopf. Ich sehe gerade, ich müsste mal wieder craften. Okay, ich sehe gerade, ich habe gerade Fettkohle. Die Karte herstellen. Dementsprechend werde ich hier mal... Was lohnt sich denn aufzurüsten? Das brauche ich aber nicht aufrüsten, das auch nicht. Das sollte auch erstmal noch reichen. Ja, ich glaube, das werde ich hier mal... Oh, wann habe ich das denn alles gekriegt?
Okay. Ja, warum ist das hier? Soll das beweisen, dass die anderen schon aufgedeckt sind? Also, dass ich die alle erledigt habe? Ach, finden wir später raus. Cool. Vielleicht die Fallen. Fallen und Tränke. Braucht ihr doch. Fallen und Tränke. Achso, den Fallenbeutel könnte ich noch erweitern. Achso, das ist bloß die Anzahl der. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. So, dann würde ich sagen. Gehe ich hier auf glatte 100. Oder? Ja, die haben ja alle drei. Die Tränke. Stimmt, die Tränke habe ich schon aufgepimpt. Die Fallen, warum sollte ich sie jetzt aufpimpen? Ich habe sie ja eh noch nicht benutzt. Munitionstasche. Ja, warum eigentlich nicht die Munitionstasche? Herstellen. Ne, ich gehe erstmal auf Ressourcen. Weil das ist das A und O, glaube ich. Oh! Cool. Das ist jetzt aufs Maximum. Wenn ich raten müsste... Oh, gibt sogar ein Häkchen. Cool. Das brauche ich halt auch nicht. Das kann ich mir nur aufsparen. Wieder auf 6. Nee. Weil die Ressourcen, die es braucht, sind halt minimal. Ich noch lieber auf das kurz. Oh, mir fehlt Wildschweinhaut jetzt für das Köcher-Upgrade. Okay. Nee, und den Rest. Ich glaube, den Rest pimpe ich auf, wenn ich. Also. Wenn ich das alles erstmal habe. Wir gehen auf. Toll, wie komme ich da jetzt hoch? Ja, da. Ach komm, Aloy, benutze deine Arme. Was ist das denn da? Hier sind noch mehr. Sehe ich das richtig? Erstes Gefäß gefunden. Tatsache. Altes Gefäß. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsam fliegende Maschine. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. So, und jetzt teste ich mal eine meiner Theorien. Okay. Verdammt. Theorie nicht sicher. War hier noch eine Tasse? Überleg grad, war hier eine Tasse? Oder war hier nur das Ding, das Panorama-Ding? Scheiße. Nicht aufgepasst. Es kann aber sein, dass das, also die Sammelobjekte, Tatsache verschwinden. Punkte bleiben, also hier Wegpunkte und sowas, wobei ich nicht weiß, warum die Panoramapunkte bleiben sollten. Aber die bleiben auf jeden Fall. Das heißt, hier könnte ich noch so eine Tasse finden und hier. Okay, gut. Sollte es irgendwann langweilig werden, kann ich das noch machen. Sammeln ist ja aber sehr spannend. Cool. So, das heißt natürlich nicht draufgehen, ne? Weil sonst bin ich ganz schön in den Arsch gekniffen. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan.
Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus, wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Irgendwas verheimlichst du. Aber gut. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Eben. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das gefällt mir nicht. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. So, das ist jetzt vielleicht. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Warum? Ich bin verwirrt. Mach doch momentan die hier. Ich habe mal davon gehört, wie sie zerstört. Huch! Wo kommst du denn jetzt her? Du siehst sie. Einen von uns hat's vielleicht erwischt. Sie sehen dich nicht. Hey, hier hat jemand einen von uns erwischt. Na, dann komm her.
Sure. Es hat Saru auch von Neil ist einfach mal außerhalb des Gebüsches, aber okay. Sie ziehen weiter. Ich werde wohl langsam alt. So, schön wieder verstecken, Neil. Ja, das ist brav. So, und schön wieder ins Gebüsch. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Warum auch immer du das denkst. So. Easy. Komm. Ich hab ihn mit meiner eigenen Bogensehne erwürgt, sagte sie. Ich meinte, sie ist da entlang. Keinen Bogen? Hey, hier hat jemand einen von uns erwischt. Schnell wieder ins Gebüsch. Schnell wieder ins Gebüsch. Ah. Das sind auch richtig viele Scheiße. Und jetzt? Shit. Zu viele. Schnell wieder ins Gebüsch. Vorsicht. Und er scheint den inneren Kreis nicht zu verlassen. Okay. Die Frage ist, gehe ich weiter clockwise
Oder counterclockwise. Also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Solange der natürlich da oben steht, gehe ich nirgendwo hin. Aber ich glaube, ich versuche mal den anderen Weg. Sehr schön. Oh, ein langer Weg. Okay, ich bin drin. Sieht ganz praktisch aus. Kein Wunder, dass hier niemand widersprochen hat. So, wer ist potenziell der Nächste? Du nicht? Hier sind so viele Banditen, alter Falter. Okay, ich glaube, ich muss weiter an das Gebüsch da. Im Weg. Was ist das eigentlich für Holz? Kann ich ein Lagerfeuer freischalten? So, bist du mein Freund? Wo ist mein Freund? Du bist mein Freund. Guck dir, du bist zu zweit.
Kommt zu zweit, scheiße. An welcher Seite des Pfeils man die Feder anbringt. Schlagen wir zurück, verdammt! Hab ich dich. Okay. Was war das denn? Was soll das denn? Was explodiert hier? Sie haben diese Reisenden gefangen genommen. Au. So, kümmern wir uns erstmal um den High Ground. Da. Hi. Es schüttet wie aus Eimern. Na. Wo sind denn jetzt meine Banditenfreunde? Ah, da liegen noch Tote, okay. Und ich sehe aktuell noch drei Banditen. Willst du mich jetzt verarschen? Können wir nicht essen. So,
Oh, wird mir jetzt langsam so bunt hier. Schnüffelt hier immer verdammte noch rum. Leiche? Da liegt einer flach. Ja, dann komm noch ein Stück näher. Fertig. Sehr schön. Sucherin, darf ich mit dir reden? Klar. Sprich. Ist mir irgendwas Neues anzubieten? Nee, wa? Nee. Ah, die nehme ich gerne. Den Rest nicht so. Also eine Wildschweinhaut. Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch eine Wildschweinhaut haben? Das ist ja komplett absurd. Ne, hier will ich lang. Okay, ich sollte vielleicht den Fallenbeutel aktivieren. Ja, komm. Cool. Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Deswegen ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Und vor allem, warum solltet ihr, wenn ihr eh alle ausgestoßen seid, nicht miteinander reden? Ich meine, was soll euch passieren? Sollen die Ausgestoßenen sich noch weiter gegenseitig ausstoßen? Also,
Warum sollten die Ausgestoßenen nicht miteinander reden? Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Klar. Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Cool. Zu Nilkalino zurück. Vorher will ich hier noch kurz am Lager speichern. Sie ist zurück. Die Göttin hat uns aus gutem Grund erschaffen. Cool. Ich sammle mal erstmal den ganzen Scheiß hier ein. Etwas Vorrat. Hat mir ganz gut gefallen hier. Muss ich schon sagen. Wenn ich jetzt noch irgendwo die Tasse finden würde. Aber gut, ich weiß ja aktuell nicht mal, ob es sich lohnt. Für die Art, wie ich spiele. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sind das rote Fässer. Moment, habe ich jetzt eigentlich Schatz? Ich wusste doch, ich habe da eine Schatzkiste eingesammelt. Herstellen. Das kann ich nicht mehr upgraden. Das will ich upgraden. Dafür fehlt mir eine Wildschweinhaut. Und der Rest. Hierfür fehlt mir eine Fischgräte. Hierfür fehlt mir eine ich sehe gerade die Kohle, also die Metallscherben durch diese Banditenlager sind richtig gut gewesen. Ich glaube, das werde ich mal weiter basteln, also machen. Ach komm, zur Feier des Tages. Eigentlich nicht. Komm, zack. Upgrade 4 scheint immer das höchste zu sein, wenn ich das richtig sehe. Gut, aber wie gesagt, ich muss auch jetzt noch nicht alles zwanghaft aufrüsten. Sie hat also doch überlebt. Weil irgendwas sagt mir. Dass ich wahrscheinlich über Stufe 4 hinaus noch irgendwie upgraden kann, weil es wäre merkwürdig, wenn ich so früh schon die maximalen Upgrades vollkriegen würde. So, Neil. Es war interessant, mit dir zu arbeiten. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Oh, du bist ein gefährlicher Mensch. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du
Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Oh Gott. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, wir wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Cool. So, ich würde jetzt aber Tatsache sagen, dass ich erstmal... Nein. Nee, ich gehe doch erstmal hier zur Hauptquest wieder über. Zur naheliegendsten Hauptquest, weil irgendwas sagt mir, ich komme sowieso in den Bereich. Ist da hinter ihm gerade ein Wildschwein lang? Da. Komm her, Schweini, 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 Schweini. Bitte, haut für mich. Nein. Sieht gut aus. Du klangst gerade, als hättest du den Mund voll. Schweini, 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 Schweini. Schweini. Oink, 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 oink. Mehr. Ich brauch Haut. So, ich will... Ja, ich bin gar nicht so falsch. Sehr schön. Wo ist der Truthahn? Da. Oder? Ne, das ist ein Kaninchen, okay. Da. Du bist ein Fuchs. Ach, will ich. Fleisch. Ja, aber ich brauche Haut, kein Fleisch. Ein Wächter. Oh, oh. Ich habe aber momentan... alle Ressourcen, die ich brauche. Ah. Hier sind wieder Roboter. Irgendwas bewegt sich. Es läuft. Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Heißt das, ich muss genug Maschinen von einer Sorte töten? Tut denn, ich hab dich gehört. Thank you.
Wildschwein. Okay. Kurzes Mal. Der Stealth Kill macht richtig Laune. Schon wieder keine Haut. Ich glaube, langsam ist ein Fuchs, der diese Geräusche von sich gibt. Hier war aber noch was. Das brauche ich später noch. Komm her. Ja, das war nicht geplant. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das liebe mit dem Speer? Ist so viel einfacher als mit dem Bogen. Ein Wildschwein. Komm her, ich brauche deine Haut. Ich habe zwar vergessen, für was, aber ich glaube für das Upgrade von der Munitionstasche. Knochen. Es regnet immer weniger. Der Himmel wird bald aufreißen. Es regnet gar nicht, Aloy. Ich glaube, du schwitzt. Ich will mal kurz gucken. Herstellen. Nee. Für dich brauchte ich die Haut. War? Genau. Für dich die Haut vom Wildschwein. Hier für die Truthahnhaut. Hier für die Gräte. Und hier für die Fuchshaut. Okay. Stolperfall, Munitionsbeutel. Gut, ich bräuchte also zwei Fuchshäute. Zweifelsfall. Zwei Füchs heute. Ich bin ja tatsächlich gewillt, das hier weiter abzugraden. Aber nein, ich will jetzt auch keine Ressourcen ohne sich verschwenden. Der Munitionsbeutel, ja, den möchte ich tatsächlich noch voll kriegen. Und vielleicht dann auch den Trankbeutel, aber ich glaube, das wird schwer. Mutterkrone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wie soll man was verboten, was aus eurer Sicht ja in der Natur existiert? Wäre ja genauso, als würde ich den Baum verbieten. Existiert ja weiterhin. Die Beschreibung klingt gerade merkwürdig wie die Tür, die wir im Berg gesehen haben. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten.
Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Bestraft? Moment. Ich dachte, der Wächter hat dir das zugefügt. Ich muss zu dieser Brutstätte. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran. Ich habe dich gewarnt. Brutstätte Sigma. Wo bist du? Dieses Symbol ist es wahrscheinlich. Aber erstmal machen wir die Hauptquest. Aber wie lange noch? Die Verderbnis hat sich zu weit ausgebreitet. Die ungläubigen Karja würden sich doch nicht nochmal gegen uns wenden. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Okay, dann erzähl mir mal. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Deswegen sollte man nicht in blinden Hass oder Zorn kämpfen. Vor allem nicht gegen andere Truppenteile, die das ja geplant haben und quasi einen Plan ausgeführt haben und sich dementsprechend vorbereitet haben. Wenn du da nicht irgendwie mit Verstand rangehst, dann klar kann das nur in die Hose gehen. Und merkwürdigerweise passt es ja auch zu dem Sinn, der zu dem Kriegertrupp von Sona passt, beziehungsweise der Kriegertrupp, der da niedergemetzelt wurde. Die sind ja auch blindlings drauf los. Warum hat denn dieses... Wie behütet kann denn dieser Stamm gelebt haben, dass sie halt keinerlei Strategie entwickeln können, keinerlei irgendwie Plan, kein Kalkül, nichts haben. Was ist denn schlimmer als der Tod? Gefangenschaft. Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. War ich nicht schon in Teufelsdurst? Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Zuflucht. Level 10. Wo wäre das? Ja, ich wusste doch, ich war schon in Teufelsdurst. Ja.
Ja. Gut, ist alles relativ nah. Also ich glaube, heute werden wir die Rache der Nora nicht mehr durchführen. Erstmal werde ich jetzt hier mal ein paar Nebenquests aufsammeln. Hier ist sie. Komplett durch. Sie ist eine Sucherin. Habt ihr sie denn nicht gesagt? Mit dir spreche ich noch nicht. Komm her, Mädchen. Noch nicht. Noch nicht. Zäher Honig. Sie treibt sie in den Wahnsinn. Vergiss die ungläubigen Mörder und ihren Stamm, wo auch immer sie herkommen. Erstmal das Feuerchen anmachen. Dann hole ich mir jetzt noch hier das nächste Ausrufezeichen. Alles nacheinander. Na, starker Mann. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Ich auch. Sein Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Klar. So, wo ist das? Okay, das führt mich wieder ein Stück. Interessant, es hat zwei. Das haben eine für Eber heute. Finde den Ring. Cool. Und hier wäre die Rache. Also das kann ich später machen. Wenn ich das richtig sehe, würde ich glaube erst die Typen da holen. So, und was willst du? Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Ja. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Naja. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Oh, du gehst mir vor. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Ja. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Cool. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Gott, gehst du mir auf den Sack? Deine Quest mache ich nicht. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Cool. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Leck mich. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Nee, mach schon das Prinzip nicht. Sorry. Ich lass mich doch hier nicht provozieren. Nicht von so einem kleinen Affen. Also ganz ehrlich, was bist du denn von... Depp? Versuch's... Das ärgert mich nur, das reizt mich, dieser Ton. Dieser Ton, er reizt mich so. Hör mal zu, du kleiner Penner. Du kriegst mich nicht dazu, dass ich hier deine kleine Belustigung bin. Nee, Kollege. Deine Quest mache ich im Leben nicht. Ich meine, die anderen haben es zumindest halbwegs versucht, mich zu sagen, hey, das ist eine Herausforderung, wenn du Bock hast, aber come on. Machst du hier einen auf dicken Max? Kollege, so nicht. Du kannst dir verschimmeln, Alter. So,
Und jetzt kümmere ich mich erstmal um ihr. Obwohl, ich kann ja noch kurz shoppen gehen. Meine Gratisprobe abholen. Ich hoffe, du kaufst etwas. Ja, das hoffe ich auch. Läuft gerade nicht. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Oh. Gefällt dir was davon? Natürlich. Zeig doch mal. So, was hast du denn? Die Schleuder interessiert mich immer noch nicht. Aber ich glaube, ich habe auch erstmal Bogen, die ich nicht nutze. Also von daher. Hast du irgend... Hast du irgendwas Neues? Nee, wa? Nee. Rohstoffe. Munition. Schatzkisten. Ich nehme die Gratisprobe auf jeden Fall mit. Cool, danke. Ja, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. So. Dann gucken wir mal ins Überraschungsteil. Für übrigens ein cooles System. Schnellreisepaket. Ich glaube, von den Schnellreisepaketen müsste ich da inzwischen kiloweise haben. Wo finde ich denn das? Ist das unter Rohstoffe? Da, Schnellreisepaket. 21, na wunderbar. Weil ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, dass ich die vielleicht irgendwann selber craften muss. Wobei ich nicht mal weiß, ob das geht. Sieht nämlich aktuell nicht danach aus. So. Ah, doch. Ich könnte selber craften. Ich könnte das selber craften. Ja, aber brauche ich Gott sei Dank nicht. Ach, ja. Cool. Jetzt erstmal die Hauptquest. Verderbnis durchdringt alles. Ich werde es mir merken. Angeblich soll die Kaja-Festung ihre Grenze dicht gemacht haben. So. Das Tal ist Verderbnis. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Ich fasse nochmal zusammen. Du stammst aus diesem verlorenen bzw. vergessenen Dorf, was keinen Namen mehr hat. Es wurde überfallen, als du 15 warst. Das kann, selbst wenn ich jetzt viel raufpacke, maximal 15 Jahre her sein. Und das Dorf ist schon vergessen? Naja, wir werden es schon sehen. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein.
Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ah, cool. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, Julia? Was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Kaja und andere Fremde. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich mag dich. Wirklich wahr. Ich hoffe, du stirbst nicht. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Wir sind immer noch Nora. Aber wie lange noch? Die Verderbnis hat sich zu weit ausgebreitet. Er ist bei Großmutter sicher. Ist bei Großmutter sicher, cool. Bei Großmutter. Ach du Scheiße. Cool. Ich weiß, dass hier hinten auch Verderbnis war. Da, nämlich, genau. Stufe 15, ja, das dauert noch. Wo will ich hin? Ach so, ich sollte vielleicht, hier war da irgendwo eine Quest, genau. Wenn ich diese Quest verfolgen. Weil dann mache ich mich jetzt nämlich auf den Weg. Ach du Scheiße. Hauptquest. Die Rache der Nora. Gut, das wird sich nur 6, aber dafür kriege ich auch 6000. Also ich werde jetzt erstmal ein paar Nebenquests machen. Die nicht. Die zwei. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen, wie gesagt. In den Süden, genau, in den Süden. Das nicht. Die Brutstätten. Ich glaube, die Brutstätten mache ich als drittes. Mal gucken, was wir heute noch so schaffen. Aber jetzt fange ich erstmal mit der Zuflucht an. Kann ich mich warpen? Kann ich Zeit sparen? Ich kann. Dann spare ich doch mal Zeit. Meine zurück kann ich wieder laufen, aber dann spare ich jetzt erstmal kurz Zeit. Bin ja mal gespannt. Ich muss ja bei dem einen Ding 4 Eberhäute kriegen. Ob ich die auch zum Craften verwenden kann. Das wäre nämlich ganz cool. Ja, ich weiß, habe ich ja gerade gemacht. Ja, ich weiß, das habe ich doch gerade gemacht. Warum erzählst du mir das jetzt, Spiel? Ich habe doch hier gerade eine Maschine gehört, das war eine kleine.
Wächter, okay. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Jetzt mal kurz. Ein Toter. Komm her. Ganz schön hart. Aber das kenne ich ja. So, kleiner Gobbel-Gobbel. Wo ist er? Diese riesige Maschine. Du wirst mir sicher helfen. Der einzige? Nein, scheiße. Ist noch jemand da? Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Oh, verdammt. Sie sind beide rausgekommen. Das war nicht geplant. Ah! Töten wir erstmal die eine Maschine. Da ist keine Tür. Cool. Ich wollte auch gar keine Tür.
Nein, er hat mich gesehen. Shit. Yep. Zerstörter, verdorbener Wächter? Ach so, schade, keine Teile. Wieso se... Wieso lebst du wieder? Shit. Ich kann sich scheinbar wiederbeleben. Nichts gesehen. Aber zumindest hast du keine Panzerung mehr. Jetzt hast du keine Rüstung mehr. Ein weiterer Tag ist vorbei. Das wird nichts. Alloy, nicht festhängen. Nicht jetzt. Ganz. Ah, dich habe ich schon, oder? Ja, dich habe ich schon.
auch einen klaren Shot auf seinen Tank. Kriege ich aber leider nicht. Der ist kaputt. Nee, er sieht mich. Okay. Okay. Ruckst du dich wieder? Beruhig dich wieder. Ich komme hier raus. Da guck ich einfach durch. Komme ich einfach von der anderen Seite. Sehr schön. Hat sich wieder beruhigt. Kann ich zumindest mal testen. Draht ist nicht dran. Noch nicht.
rennen hinterher. Das hat wunderbar funktioniert. Sehr schön. Können wir wieder raus? Okay, ich glaube, ich werde meine Vorbehalte gegenüber... Oh, hier ist... Ah, hatten wir auch schon, okay. Ich glaube, ich werde meine Vorbehalte Tatsache gegenüber den Fallen nochmal überdenken. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ist hier noch eine Quest? Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Cool. Kehre zu Dan zurück. Lieutenant Dan. So, habe ich hier noch irgendwas, wo ich mich hinworben kann für eine Aufgabe? Das ist immer noch zu heiß. Das ist leider immer noch zu heiß. Noch. Quatsch. Ich glaube, ich werde mich jetzt nämlich auch gleich mal hier hinworpen. Achso, erstmal andere Quests annehmen. Zuflucht? Achso, das ist noch aktiv. Gut, dann mache ich die natürlich jetzt einfach fertig. Eine bemerkenswerte Belohnungskiste. Ah ja, bemerkenswert, was auch immer das heißt. Habe ich das voll denn aktiviert? Interessant. Gut, dann warpen wir einfach mal dahin. Find's immer noch schade, dass das was kostet. Aber gut, bis jetzt habe ich keinen Mangel und ich könnte es theoretisch auch selber craften. Aber ich glaube, nachdem ich jetzt mit den Fallen Tatsache so einen guten Erfolg hatte, werde ich meine Fallenkiste mal ein bisschen pimpen. Alter Falter, das lief reibungslos mit den zwei Fallen. Selbst die ich dachte, verkackt zu haben, die hat mir dann zufällig Tatsache auch nochmal geholfen. So. Apropos, dann machen wir das doch gleich mal. Tragekapazitäten. Verdammt. Eine Truthahnhaut brauche ich dafür. Aber. Dann will ich das doch mal kurz. Nachfüllen, ne? Sehr schön. Was habe ich eigentlich noch mehr Fallen? Ich habe noch Sprengfallen. Sprengfallen und Britzelfallen. Wie weiß ich das zu? Wie weiß ich das zu? Stolperfalle. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, jetzt habe ich halt echt Blut geleckt. Ich hoffe, du kaufst. Hoffe ich auch. Gefällt dir was davon? Natürlich. Bewegungsunfähig zu machen. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt. Größere Ziele erfordern mehr Seile. Ja, okay. Stolperfalle habe ich.
Kriegsbogen. Sehe ich da Elektropfeile? Ah, hiermit kann ich Sprengfallen scheinbar als Missbomben verschießen. Oh, okay. Keine Ahnung, was das für ein Pfeil ist. Gut, hiermit kann ich theoretisch beide Fallen bedienen. Ist mir das wert? Ist es mir das wert? Verkaufen. Wie viel würde ich denn für... Okay, hier Feuer und hier auch nur Feuer. Auch nur Feuer. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei meinem Bogen. Verkauf ich dich, damit ich... Ach, Quatsch. Gefällt dir was davon? Natürlich. Kaja-Stolperfalle, weil... Hier ich da zumindest... Moment. Gibt es irgendwie einen Vergleichpunkt? Ja, cool. Verkaufen. Du machst 160 Schaden. Hast eine Handhabung von 30. Und du machst 160 Schaden als Elektron, 250 als Sprengfalle. 180 würdest du kosten. Ich habe momentan 505. Die Schleuder interessiert mich gerade nicht. Was mich eher noch interessiert, würde den Bogen, der mehrere Pfeilarten verschießen kann. Ja, nee. Ich glaube, ich bleibe. Oder wie viel habe ich denn eigentlich von den. Munition kann ich gar nicht verkaufen, sehe ich das richtig? Doch. Hiervon hätte ich 4. Schockfalle. Sie verursacht keinen Schaden, löst aber eine Schockwelle aus. Ja, okay, das habe ich festgestellt. Nee. Bleib erstmal bei den Waffen. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wär schön. Manche Göttin, sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheim. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Ach ja, stimmt. Wie viele Erfahrungspunkte macht das eigentlich aus? Oh, sehr schön. Die Maschinen, sie mir fehlen jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch grob. Aber ich habe daraus gelernt. 1500. Quests. Times Ring. So, der eine Ring. Und 4 Eberhäute. So. Ich würde sagen, ich peile noch dieses
dieses Feuerchen an. Warum blinkt das so komisch? Soll das so blinken? Ja, okay. Ja, ich peile jetzt noch den Klappe zu. Ich steuere jetzt noch das Lagerfeuer an. Und dann soll es für heute gewesen sein. Dann ist das heute mal etwas kürzeres. Obwohl, wir gucken mal. Ich riskiere es. Erstmal riskiere ich jetzt das Feuerchen hier. Und zur Sicherheit riskiere ich auch dieses Feuerchen. Ja, fragt doch nicht immer. So. Falls irgendwas dazwischen kommt, bin ich jetzt schon mal vorbereitet. So. Da hinten wäre übrigens das Tor. Da kann ich dann Tatsache das hier schon mal machen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um das hier. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, so viel ist da nicht dran. Ich frage mich, ob das der Mond ist oder irgendwas, was eigentlich schrecklich böse ist, weil es ist, leuchtet eigentlich viel zu tief für den Mond. Doch die Nordlichter müssten eigentlich höher sein. Oh, apropos da. Shit. Die kann ich ja verzichten gerade. Gut, fahren wir mal auf das Licht zu. So, was haben wir hier? Wir haben Grase. Und wir haben einen Wächter. Ah, ich merke gerade, wenn ich hier auf die Schwachstelle komme. Vibriert mein Controller. Nichts gesehen, Alter. Du hast nichts gesehen. Ja, ich wusste doch, hier muss da irgendwo ein zweiter sein. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber nicht jetzt. Und ein Wildschwein. Mir natürlich nicht sehen. Da, wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Ah, jetzt verstehe ich den Hinweis. Das wäre bei diesen Toren. Da, wo ich nicht hingehen soll. Bei den Brutstätten.
Mit dem Verdacht, mit den Feuerfallen kann ich keine tödlichen Headshots machen. Ja, genau, so ist brav. Komm her. Ah, da war ich zu gierig. So, und jetzt kann ich mich auch um die Spur kümmern, die irgendwo war. So, jetzt habe ich da den Fuchs auf. Moment, ein Fuchs? Oder eine Fuchshaut? Wo ist der Fuchs? Komm her, Kleiner. Komm her, du magischer Unterwasserfuchs. Keine Fuchshaut. Da ist noch ein Fuchs. Komm her, Kleiner. Schade. Hier geblieben. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Schauen wir uns mal an. Schweineknochen, aber kein. Oh, der Ring! Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Oh nein, es ist der Ring erstickt. Ja, das ist Times Ring. Cool. Zähl dich jetzt mal auf das Lagerfeuer zu. So viele Maschinen. Das gefällt mir nicht. Oh, sehe ich da einen Plünderer? Scheiße. Säbelzahn, so. Shit. Sollten die nicht Wildschweine sein? Krasa ist okay. Ich hatte doch hier irgendwo einen Säbelzahn gesehen. Erstmal schön in Deckung gehen. Da.
muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Ja, Klappe zu. Schon. Geht doch. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich in Ruhe jagen. Es sieht fast so aus. Gut, dass ich das gefunden habe. Als würden sich die Wildschweine. Die Maschinen auch gegenseitig an. Oh oh. Wer hat mich da entdeckt? Okay, gut. Und hier gibt's Wildschweine. Ich werde langsam übermütig, habe ich das Gefühl. Fuchs. Hier sind die Wildschweine. Wildschweinehaut. So, jetzt gucken wir doch mal. Kann ich damit craften? Oder sind das reine Questgegenstände? Nein, ich kann damit craften. Sehr schön. Jetzt brauche ich eine Fuchshaut. Und 500 mit... Alter, das ist krass. Das ist echt böse. Also hier ist nicht mit Upgrade 4 Schluss, wie mir scheint. Obwohl doch, könnte trotzdem der Fall sein. Okay, ich brauche jetzt inzwischen 3 Fuchs heute. Hoffentlich habe ich hier irgendwann mal... Da sind sie ja. Oh, oh. Oh, cool, ich kann es schleiden. Du hast nichts. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen wird. Die Wildschweine, aber ich sehe jetzt alle verjagt. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Das Wildschwein kann mir dann scheißegal sein. Das nehme ich lieber mit.
Hier geblieben. Schweinchen schlau. Sieht, wenn man es hier sich anguckt, noch mehr aus, als wäre es vom Himmel gefallen. Und dadurch, dass hier kein aktiver Krater ist, wenn es vom Himmel gefallen ist, ist das lange her. Länger als die Menschheit existiert. Was ist das? Frischer geht's nicht. Was sind das für Viecher? Feuerbrutrücken, oh shit. Das klingt nach Drache. Gut, echt, so weit bin ich gelaufen? Krass. Ja, dann mal husch zurück. Wenn er mich jetzt nicht woppen, weil ich will jemandem gucken, ob ich hier irgendwo meine Heilsachen wieder auffrischen kann. Und vielleicht begegnen wir auch irgendwo noch einen Fuchs. Stufe 12 erreicht, sehr schön. Das hilft bestimmt weiter. No. Du hast nichts gesehen. Fuck. Ich will mich jetzt nicht schon mehr mit dem Vieh anlegen. Inventar. Wo wir mit dem Vieh anlegen sind. So, ich will hier weitergehen, dass ich den Bastler kriege. Sehr schön. Der Plan. Für alle Fälle. Sprichwörtlich. So. Wofür braucht ihr eigentlich die Fischgräte? Faszinierend, wie mein Hirn funktioniert. Hey, ich mache gerade eine Quest. Ah, für die Tränke. Die ich bis jetzt eh nicht so viel benutze. Ah, und hierfür brauche ich den Truthahn. Was auch, für irgendwen jage ich hier noch den Truthahn. Warum seid ihr denn jetzt schon wieder hier? Oh, ich muss mich gar nicht kämpfen. Ich dachte, die sind noch besiegt. Also die respawnen, okay. Gut zu wissen.
Oder auch nicht. Okay. Genau. Ich bin längst weg. Und wer sucht mich da hinten? Auch schön. Was sehe ich hier eigentlich? Wächter. Plünderer. Ja, den Wächter werde ich, komme ich klar, aber dann werden die Plünderer auch auf mich aufmerksam. Nicht schon wieder. Ja. Na komm, entweder kommst du jetzt zu mir oder haust wieder ab. Sehr schön, dann hau halt ab. Sehr schön. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ach, hier wartet er, oder was? Ah, hier ist das Lagerfeuer, an dem er warten wollte. Gut. Willkommen zurück. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Ja. So. Ich glaube, ich werde mich tatsächlich um das Ding kümmern. Und wenn das nämlich durch ist, werde ich mich hier schön zu dem Tor durchschlängeln. Und den Nebel betreten wir erst, wenn der Questkram durch ist. Oder was haben wir noch für Quests offen? Die Rache der Nora? Brutstätte Sigma. Das ist das, wo ich hin will, zur Brutstätte, genau. Verdorbene Zone wäre inzwischen akzeptabel scheinbar. Aber die hebe ich mir noch auf. Ah, die ich habe das Gefühl, die Erfahrungspunkte sinken. Gut, bin ich doof. Da sehe ich die Erfahrungspunkte. Plus ein Sigma. Ha. Gut, ich glaube, ich markiere das schon mal. Und wie sieht das dann auf der Karte aus? Ja, wunderbar. So mag ich das. Wieder verseuchte Zone, also ich glaube, ich werde mich hier erstmal in dem Bereich austoben, der nicht vernebelt ist. Was ist das hier eigentlich? Neue Quest. Aber die ist hellblau. Hellblau heißt wahrscheinlich, das ist DLC. Gut, das Ding ist auch hellblau, aber das ist hier nun wirklich ein strahlendes
strahlendes Hellblau und das hier eben nicht. Das ist ja schon wieder so ein Banditenlager. Ich glaube, ich werde hier auch jetzt nicht großartig durchstürmen. Ich werde halt das machen. Und von hier aus werde ich mich dann halt zu der Quest vorstellen. Und dann kann ich halt hier noch ein bisschen die Blumen versuche ich mal alle zu sammeln. Tatsache auch diese Banditenlager. Ja, ich glaube, das Banditenlager werde ich mir auch mal angucken. Aber nicht mehr heute. Für heute soll es das gewesen sein. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Also, einige Nebenquests erledigt, einen ganzen Haufen wieder angefangen. Es riecht bereits, als wäre der Regen vorbei. Ja, cool. Und... Ach! Come on. Na, ja, wenigstens kann ich mich nicht selber anzünden an dem Lagerfeuer. Ja, ich will speichern. Überschreiben. Einiges geschafft heute, zumindest fühle ich mich so. Obwohl ich keine Hauptquest weiter verfolgt habe. Obwohl doch, nee, stimmt nicht. Die Hauptquest hat uns in dieses Dorf geführt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche einen einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.